Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die heutige Vorlesungseinheit steht unter der Überschrift Paragraphen von A bis Z, elektronische Zahlungsdienste. Wenn Sie nach dieser Überschrift im Gesetz suchen, finden Sie so nicht. Sie finden aber die allgemeinere Überschrift Zahlungsdienste vor Paragraph 675c. An dieser Paragraphenüberschrift 675c merken Sie gleich, die gesetzliche Regelung erbringt tatsächlich nicht einen A-Paragraphen am Anfang, sondern eben den Paragraphen 675c. Dafür geht die Regelung auch nicht nur bis 675z, sondern darüber noch hinaus bis Paragraph 676c, also einmal durch das ganze Alphabet. Der Gesetzgeber hat hier also einen großen Abschnitt nachträglich ins BGB eingesetzt, erst in neuerer Zeit, um das Recht der Zahlungsdienste zu regeln. Warum spreche ich nun von elektronischen Zahlungsdiensten und warum besprechen wir das hier? Was ist überhaupt damit gemeint? Nun, zunächst mal meinen Zahlungsdienste im weitesten Sinne Geldein- und Auszahlung, man könnte sagen Geldtransfers. Der wohl wichtigste Bereich ist die Geldüberweisung von einem Konto aufs andere und ähnliche Transfers. Wenn wir uns die Begriffsdefinitionen ansehen, die wir dazu nicht nur in den Paragraphen 675c folgende finden, sondern vor allem im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, das oft hier mitzulesen ist, dann ahnen wir schon, dass bei der Abwicklung dieser Geldtransfers heutzutage die Elektronik eine große Rolle spielt. Und das ist der Grund, warum wir diese Vorschriften im Rahmen der Vorlesung über zivilrechtliche Grundlagen des IT- und Internetvertragsrechts behandeln. Wenn wir uns die Liste der Zahlungsdienste ansehen, sehen wir da erstmal die herkömmlichen Ein- und Auszahlungen mittels Geldautomaten. Auch das ist natürlich IT-gestützt, soll uns im Weiteren aber nicht so sehr beschäftigen. Dann die Durchführung von Überweisungen, Lastschriften und Zahlungen mit EC-Karte oder Kreditkarte. Darüber werden wir sprechen, obwohl das nicht unbedingt auf elektronischem Wege geschehen müsste, geschieht es doch heute in aller Regel auf diesem Wege. Und schließlich, sozusagen genuin, ein Thema dieser Vorlesung ist das ebenfalls vom Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetz erfasste elektronische Geld. Darunter ist nach der allgemein gehaltenen Definition im Paragraphen 1 Absatz 2 Satz 3 Zahlungsdienste Aufsichtsgesetz jeder elektronisch, darunter auch magnetisch gespeicherte monetäre Wert in Form einer Forderung an den Emittenten, der gegen Zahlung eines Geldbetrags ausgestellt wurde und damit Zahlungsvorgänge im Sinne des Paragraph 675f Absatz 4 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs durchzuführen und der auch von anderen natürlichen oder juristischen Personen als dem Emittenten angenommen wird. Also letztlich handelt es sich dabei um einen elektronisch gespeicherten Geldbetrag und das kann vieles heißen. Das kann zunächst mal heißen, das Guthaben auf einer Geldkarte. Das wissen Sie vielleicht, dass oft die Eurocheck-Karten so einen kleinen Zusatzchip haben, auf dem Geld gespeichert wird, das man dann mit Automaten verwenden kann. Das wäre so ein elektronisch auf einer Karte gespeicherter Geldbetrag. Wichtig ist dabei, dass ein solches Kartenguthaben nicht nur vom Emittenten angenommen wird. Emittent wäre in diesem Fall Ihre Bank angenommen. Wird eine solche Geldkarte beispielsweise von den Parkautomaten in Trier. Anders wäre das bei der Mensa-Karte des Studierendenwerks. Die Guthaben darauf werden nur vom Studierendenwerk angenommen, deswegen fällt das nicht unter E-Geld. Entsprechendes würde gelten für eine Stadionbezahlkarte Ihres liebsten Fußballvereins. Auch nicht unter E-Geld fällt erstaunlicherweise die Bitcoin, obwohl man ja sagen könnte, das ist das elektronische Geld Kat Exochen. Die Bitcoin ist, wie wir gelernt haben, als wir uns damit beschäftigt haben, ja ein reiner Zahlencode, dem Menschen Wert beimessen, der deswegen Wert hat auf dem Markt, der aber nicht eine Forderung gegen einen Emittenten verkörpert, anders als das Guthaben auf der Geldkarte. Das ist letztlich eine Forderung gegen Ihre Bank, die auf der Geldkarte gespeichert ist. Das ist nicht der Fall bei der Bitcoin, deswegen fällt sie nicht unter den Begriff des E-Geldes. Unter den Begriff des E-Geldes fällt dagegen auch das Guthaben, das Sie auf einem PayPal-Konto haben. PayPal-Konto ist ja kein normales Bankkonto, sondern eben ein reines Konto zum Zweck von Internetzahlungen. Deswegen fällt es unter die Definition von elektronisch gespeichertem Geld. Letztlich ist auch Ihr Bankguthaben auf der Sparkasse
elektronisch gespeichert auf Servern der Bank. Da ist das aber kein notwendiges Wesensmerkmal. Theoretisch wäre auch heute noch eine Bank mit reiner Papierbuchhaltung denkbar. Dagegen bei PayPal gehört es zum Begriff, dass es nur elektronisch verfügbar ist und deswegen wird es als E-Geld angesehen. Je nachdem, wie Sie bei PayPal-Zahlungen verfahren, kann es sein, dass Sie normalerweise kein Guthaben haben, sondern erst dann, wenn Sie was bezahlen, sich PayPal das Guthaben von Ihrer Kreditkarte oder Ihrem Bankkonto holt. Sie können aber eben auch bei PayPal ein Guthaben unterhalten und das wäre dann sogenanntes E-Geld. Sie sehen also, es geht bei den Zahlungsdiensten um sehr verschiedene Dinge, aber für die meisten Zahlungsdienste gilt, dass sie heute elektronisch gestützt abgewickelt werden. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Zahlungsdiensten, die ausschließlich elektronisch vorstellbar sind. Und darum ist das ein Thema für uns. Wir werden sehen, dass wir vielfach auch wieder technische Grundlagen, technisches Wissen brauchen, um diese Vorgänge richtig einzuordnen. Der wichtigste Punkt, das hatte ich schon gesagt, ist die Banküberweisung. Deswegen wollen wir die als Paradigma für die verschiedenen Formen der Zahlungsdienste uns mal näher im Ablauf ansehen. Zunächst mal brauchen wir dafür einen Überweisenden und einen Überweisungsempfänger. Der Überweisende füllt in irgendeiner Form ein Überweisungsformular aus. Ich habe Ihnen hier ein Papierformular, wie es auch heute noch im Gebrauch ist, abgebildet. Natürlich wissen Sie, dass Sie das auch im Wege des Online-Banking machen können. Immer müssen Sie aber bestimmte Angaben machen und das an Ihre Bank, also die Bank des Überweisenden, senden. Der Überweisende wird die Überweisung ausführen und dazu eine Belastungsbuchung auf Ihrem Girokonto durchführen, also von Ihnen das Geld abbuchen, das er für die Überweisung braucht. Das ist letztlich ein Aufwendungsersatz, wie er auch sonst im Recht des Auftrags und der Geschäftsbesorgung im Sinne von § 675 BGB geschuldet ist, nach § 670 BGB. Sie kennen die Vorschrift vielleicht auch aus der GOA. Immer dann, wenn Sie Geschäfte eines anderen besorgen, können Sie dafür Aufwendungsersatz verlangen. Und weil das Gesetz den Überweisungsvertrag als eine Sonderform des Geschäftsbesorgungsvertrages betrachtet, gibt es auch hier Aufwendungsersatz. Das ergibt sich aus der Verweisung in 675c auf die Vorschriften Geschäftsbesorgungsvertrags und damit des Auftrages. Hier also Aufwendungsersatz nach 675c, 670 BGB. Die Bank kann das Geld, das sie braucht, um den Überweisungsauftrag auszuführen, von ihrem Konto abbuchen. Was macht die Bank dann weiter? Nun, sie meldet diese Überweisung in der Regel an eine sogenannte Clearingstelle, die dann ihrerseits mit der Bank des Empfängers in Kontakt tritt und da kommt es dann zu einer Gutschrift auf dem Girokonto des Empfängers. Das Geld, das Ihre Bank bei Ihnen abgebucht hat, wird dann wiederum von der Clearingstelle eingezogen und der Bank des Empfängers gut gebucht, aber nicht normalerweise so, dass der volle Betrag durch alle diese Stellen geht, sondern die Aufgabe der Clearingstelle ist es, die vielen Überweisungen, die an einem Tag vorkommen, zwischen zwei Banken oder auch zwischen vielen anderen Banken zu saldieren. Es wird also in der Regel so sein, dass nicht nur eine einzige Überweisung vom Überweisenden an den Empfänger geht, sondern dass von derselben Bank des Überweisenden noch weitere Überweisungen an die Bank des Empfängers gehen und auch Überweisungen an die Bank des Überweisenden zurückgehen von der Bank des Empfängers. Natürlich kann man sich das Ganze auch multilateral vorstellen mit weiteren Überweisungen von und an verschiedene Banken. Und die Clearingstelle hat dann die Aufgabe, den Saldo zu bilden, zugunsten und zulasten jeder einzelnen Bank. Und nur die Saldobeträge werden dann zwischen den Banken hin und her gebucht, zwar indem Konten der einzelnen Banken bei der Clearingstelle belastet werden. Clearingstelle kann verschiedene Namen haben, je nachdem, wer die beteiligten Banken sind. Bei einem Transfer in Deutschland wird das letztlich von der Deutschen Bundesbank betrieben, das Clearing. Dort haben dann die einzelnen Banken Konten und die Salden werden den einzelnen Banken dann belastet oder gutgeschrieben, sodass jede Bank bei der Zentralbank ein Guthaben hat, das ihrem Saldo entspricht und daraus die Gutschriften, die sie zu leisten hat, an ihre Kunden wieder machen kann. Dieses ganze technische Hintergrundgeschehen hat für die beiden Beteiligten, den Überweisenden und den Empfänger, zunächst mal keine Bedeutung. Für das Zivilrecht ist das, was hier geschieht, die Zahlung vom Überweisenden an Empfänger per Überweisung, ungeachtet der vielen Stellen, die im Hintergrund beteiligt sein können, Pflicht eine Leistung des Überweisenden an den Empfänger. Das sollten Sie aus dem Bereicherungsrecht noch im Kopf haben. Wenn wir uns jetzt die Vorschriften dieses Überweisungsrechts näher ansehen, dann
können wir ein bisschen Licht in dieses Dickicht aus Paragraphen bringen. Wir werden nicht alle lesen und lesen müssen. Wir haben zunächst mal eine Definition des Zahlungsvorgangs in 675f Absatz 4, der dann für den Anwendungsbereich der weiteren Vorschriften große Bedeutung hat. Und wir haben einen zentralen Grundsatz in Paragraph 675j, nämlich den Grundsatz, dass jeder Zahlungsvorgang von der Autorisierung des Berechtigten abhängt, also davon, dass der Zahler, derjenige, der Geld in Bar setzen will, also bei einer Überweisung der Überweisende, auch wirklich zugestimmt hat und seine Genehmigung dafür gegeben hat, dass Geld von seinem Konto abgebucht wird und an einen anderen überwiesen wird. Davon hängt nach 675u, das ist eine weitere zentrale Norm, dann ab, ob der Zahlungsdienstleister, also die Bank, auch tatsächlich eine Belastungsbuchung auf dem Konto des Zahlers, des Überweisenden, durchführen kann. Nur wenn er nach 675j autorisiert hat. Ansonsten darf nicht belastet werden, wenn irrtümlich belastet wurde, obwohl keine Autorisierung vorlag, also obwohl die Überweisung oder der sonstige Zahlungsvorgang gar nicht vom Zahler, vom angeblichen Zahler ausgelöst war, dann muss gegebenenfalls zurückgebucht werden, falls eine Belastungsbuchung durchgeführt wurde. Trotzdem kann es dann noch dazu kommen, dass die Bank, die Geld überwiesen hat, die also selbst Geld von ihren Zentralbankkonten verloren hat, dadurch, dass ein Überweisungsvorgang ausgeführt wurde, die aber keine Belastungsbuchung beim Zahlenden durchführen kann, gegen den Zahlenden einen Schadensersatzanspruch hat. Auf Ausgleich dafür, dass sie eben Geld verloren hat, dass sie nicht durch Aufwendungsersatz sich zurückholen kann vom Zahlenden. Dieser Schadensersatzanspruch nach 675v hat enge Voraussetzungen, die wir uns noch näher anschauen wollen. Es gibt dann noch eine Regelung zur Beweislast dafür, ob eine Autorisierung in korrekter Weise stattgefunden hat oder nicht. In 675w, die wird uns in einem Fall beschäftigen, den ich Ihnen als Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe anempfehlen möchte. Eine wichtige Vorschrift, die wir schon implizit jetzt uns angesehen haben, ist der 676a, der eben den Rückgriff der weiteren Banken in so einer Kette und der Clearingstelle ermöglicht, die ja eben ihrerseits auch wieder gegen die Bank des Zahlenden Ansprüche haben müssen, damit die Buchungen überall korrekt stattfinden können. Und schließlich haben wir eine Sonderregelung zum Haftungsmaßstab der Zahlungsdienstleister, also dazu, welche Sorgfaltsmaßstäbe die anwenden müssen in § 675c. Und danach sind Ansprüche nur ausgeschlossen, wenn sie auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen oder vom Zahlungsdienstleister aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. Das ist also gegenüber der normalen Verschuldungshaftung nach 276 eine erhebliche Verschärfung. Und schließlich ist das Ganze, wie die meisten Regelungen, die aufgrund von EU-Recht nachträglich ins BGB gekommen sind, halbseitig zwingend. Die Banken, die Zahlungsdienstleister dürfen nicht abweichende Regeln vereinbaren mit ihren Kunden. Soweit der ganz allgemeine erste Überblick über diese Vorschriften. Schauen wir uns anhand eines Falls an, wie sich dieses Überweisungsrecht praktisch auswirkt. Der Fall ist sehr wichtig, vor allem auch wegen seiner Implikationen im Bereicherungsrecht. Wie Sie sehen, wenn Sie sich den Sachverhalt anschauen, betrifft er nur zum Teil das Online-Banking, zum Teil oder maßgeblich geht es da um einen Überweisungsträger auf Papier. Trotzdem ist er anschaulich, um uns das Funktionieren des Überweisungsrechts und seiner zentralen Normen zu zeigen. Und wir wollen ihn deswegen besprechen, obwohl er zur elektronischen Abwicklung nur relativ geringe Bezüge aufweist. Es geht also um einen S, der 5.000 Euro an seinen Gläubiger G überweisen will, füllt dazu einen Überweisungsträger aus, macht aber einen Fehler, und zwar bei der Benennung des G. Er schreibt also den falschen Firmennamen dahin. Er merkt das dann auch und ruft bei der Bank an und sagt, das war falsch, mach nochmal eine richtige Überweisung per Online-Banking, schmeißt den Überweisungsträger weg. Damit ist die Bank einverstanden. Und es macht eben per Online-Banking nochmal eine Zahlung, diesmal über ein anderes Konto. Der G hat also sein Geld, wenn auch nicht auf dem Konto bei der B-Bank, sondern bei einer anderen Bank. Der G seinerseits fragt sich nun, wo bleibt denn das Geld, ruft seinerseits auch bei der B-Bank an. Der hat also ein Konto bei derselben Bank wie der Überweisende. Wir brauchen deswegen nachher auch keine Clearingstelle zu berücksichtigen.
sondern es geht nur um zwei Konten bei derselben Bank. Da fragt jetzt G an, sagt, wo bleibt denn das Geld? Die Bank sagt, da war ein Fehler in der Überweisung. Ich weiß ja jetzt, dass das Ihr Konto ist, auch wenn da ein anderer Name steht, und korrigiert den Fehler an sich auch richtigerweise. Es sollte ja das Geld an G gehen, der war nicht richtig bezeichnet. Jetzt wird das korrigiert und die Mitarbeiterin lässt dann die Überweisung ausführen auf der Grundlage dieses von ihr korrigierten Überweisungsauftrags. Das führt nun aber dazu, dass G das Geld zweimal bekommen hat. Einmal auf seinem Konto, wo er es per Online-Banking direkt von S gekriegt hat und dann nochmal aufgrund der eigentlich einvernehmlich stornierten Überweisung. Und jetzt verlangt die B-Bank, die eben ohne dass eigentlich ein Überweisungsauftrag vorlag, das war ja schon storniert worden, Geld dem G gutgeschrieben hat, die Erstattung dieser Gutschrift von G. Ehe wir uns dem Problem nähern können, müssen wir uns mal ansehen, wie im Allgemeinen solche Überweisungs- oder Anweisungsfälle gelöst werden. Das sollten die aus dem Bereicherungsrecht vielleicht schon in Erinnerung haben. Wenn wir einen einfachen Fall uns vorstellen, wo nicht mehrere Banken beteiligt sind, sondern nur eine Bank, bei der Schuldner und Gläubiger ihre Konten haben, dann ist die Überweisung nichts anderes als eine Anweisung des Schuldners an die Bank, einen bestimmten Betrag dem Gläubiger gutzuschreiben und natürlich dafür eine Gegenbuchung beim Konto des Schuldners durchzuführen, also wiederum als Aufwendungsersatz das Konto des Schuldners S zu belasten mit dem Betrag, der dem Gläubiger G gutgeschrieben wird. Also die Bank bekommt eine Anweisung, erteilt daraufhin eine Gutschrift und eine Belastungsbuchung bei S und das Ganze wird eben gewertet als Leistung des S an G, nicht etwa als eine Leistung der Bank an G, obwohl ja die Bank die Gutschrift erteilt, sondern die Vorstellung ist die Bank ist ja ein reiner Dienstleister, die weiß auch nicht, aus welchen Gründen S an G Geld überweisen soll. Sie will eine Verpflichtung gegenüber S erfüllen aus dem Darlehensvertrag, aus dem Kontovertrag will sie S eine Dienstleistung bringen. Deswegen ist die Zahl, die Gutschrift an G, einerseits Leistung von B an S, andererseits von S an G. Das soll nun nach der herrschenden Auffassung auch dann gelten, wenn etwas nicht gestimmt hat mit der Überweisung, solange die nur von S irgendwie veranlasst war. Das heißt, auch in einem Fall wie unserem, S macht eine fehlerhafte Überweisung, die führt letztlich dazu, dass B eine Gutschrift dem G erteilt, soll es so sein, dass das aus der Sicht des G, die maßgeblich ist, immer noch eine Leistung des S ist. Auch wenn S letztlich das nicht gewollt hat, er hat ja den Auftrag storniert, den Überweisungsauftrag, aber ursprünglich hatte er das veranlasst, deswegen, weil er den Anlass dazu gegeben hat, dass letztlich eine Gutschrift bei G aufgetaucht ist, soll ihm das zuzurechnen sein, mit der Folge, das Ganze zählt als Leistung des S an G. Und wenn irgendwelche Unstimmigkeiten auftreten, heißt das, G hat das Geld durch Leistung des S erlangt und aufgrund des Prinzips des Vorrangs der Leistungskondition heißt das, G muss das Geld nur aufgrund der Leistungskondition, 812 Absatz 1 Satz 1 erste Alternative, und nur an S herausgeben als den Leistenden. Er ist in seinem Vertrauen darauf geschützt, dass er eine Leistung des S erhalten hat und kann sie behalten, wenn ein Rechtsgrund im Verhältnis zu S besteht, muss er an S herausgeben, wenn da der Rechtsgrund fehlt. Keinesfalls muss er mit Rückforderungen von anderer Seite, zum Beispiel von B, rechnen. So also die bisherige Auffassung solcher Fälle. Nur dann, wenn überhaupt keine Anweisung erteilt wurde, dann soll es auch keine Leistung des S an G geben und dann kann sich die Bank das Geld von G zurückholen. Nach der neuen Rechtsprechung des BGH soll das nun auch im Fall einer stornierten Anweisung gelten, also in unserem Fall. Warum? Weil ja, wie wir gesehen haben, § 675 U Satz 1 und Satz 2 sagen, wenn es keine wirksame verbindliche Autorisierung für einen Zahlungsvorgang gab, dann darf es keine Belastungsbuchung, keinen Aufwendungsersatz der Bank beim Zahlenden geben. Daraus schließt der BGH, das ist nicht unbedingt zwingend, aber naheliegend, auch im Sinne des Bereicherungsrechts darf eine nicht autorisierte Zahlung nicht als Leistung des S gewertet werden. Und hier hatte zwar S die Zahlung veranlasst, aber er hat sie auch einvernehmlich mit der B-Bank storniert. So eine Stornierung ist nach dem Gesetz, nach 675p, nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Das spielt hier aber keine Rolle, denn hier haben S und B einvernehmlich vereinbart, dass die Überweisung nicht ausgeführt werden soll. Das ist möglich auch dann, wenn die Voraussetzungen des 675p nicht vorliegen.
X75P bestimmt nur darüber, wann man einseitig so einen Auftrag stornieren kann. Also, S hat seinen Auftrag storniert, damit gab es keine Autorisierung im Sinne von 675J mehr, deswegen kann die Bank eine Belastungsbuchung bei S durchführen und aus Sicht des BGH heißt das auch, das, was S hier ausgelöst, aber letztlich nicht mehr gewollt hat, ist keine Leistung des S an G. Damit gilt die bisherige Rechtsprechung, die eben sagt, in solchen Fällen muss G nur mit einer Rückforderung von S rechnen. Er hat das durch Leistung des S erlangt und niemand anderes als S darf es zurückfordern und nur S darf es mit der Leistungskondition zurückfordern, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Sondern wenn nach 675U das Ganze nicht als autorisierte Zahlung des S zu werten ist, dann ist es auch keine Leistung des S. Damit ist unser Fall recht einfach zu lösen, da es sich nicht um eine Leistung des S handelt, kommt in erster Linie eine Rückforderung durch B in Frage, die Bank. Das war ja auch die Fallfrage. B verlangt Erstattung von G. Da eine Leistung der B an G gar nicht in Betracht kommt, kann das dann nur eine Nichtleistungskondition sein, also der Anspruch aus 812 Absatz 1, Satz 1, zweite Alternative BGB. Voraussetzung dieses Anspruchs ist zunächst, dass G etwas erlangt hat. Das ist offensichtlich. Er hat ja die Gutschrift in Höhe von 5.000 Euro erlangt. Da wir die Nichtleistungskondition prüfen, lautet die nächste Frage, hat er das in sonstiger Weise auf Kosten der B erlangt? Antwort, ja. Er hat es nicht durch Leistung des S erlangt. Das hatten wir ja schon begründet, weil eben dem S die Veranlassung dieser Überweisung nicht zuzuschreiben ist. Er hatte sich ja wieder storniert. Eine Leistung der B ist es, wie auch schon ausgeführt, ebenfalls nicht. Sie wollte nach dem Modell, das ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, ja eine Leistung aufgrund ihrer Verpflichtung aus dem Kontovertrag an S erbringen. Das ist nicht gelungen, weil eben eine Autorisierung des S nicht vorlag. Damit wird das Ganze aber nicht etwa zu einer Leistung der B an G, denn mit G hatte sie nichts zu tun. Sie hat deswegen auch nicht ziel- und zweckgerichtet gegenüber G eine Vermögensmehrung vollziehen wollen. Ergebnis also, es war überhaupt keine Leistung, sondern es war eine Bereicherung, eine Vermögensverschiebung in sonstiger Weise, durch die G das Geld erlangt hat. Und das Ganze ist auf Kosten der B gegangen, denn die B hat das Geld gut geschrieben, hat es also aus ihrem Vermögen in das Vermögen des G überführt, hat dafür aber keinen Aufwendungsersatzanspruch gegen S. Und damit ist das eine Bereicherung in sonstiger Weise auf Kosten der B. Ein Rechtsgrund dafür besteht nicht. G hatte keinen Anspruch auf dieses Geld gegen B. Und damit ist das Ergebnis klar, der Anspruch besteht. Anders als nach der bisherigen Rechtsprechung kann also Bank von dem Überweisungsempfänger das Geld zurückfordern. Bisher wäre der Fall so betrachtet worden, dass das von S zurückgefordert werden muss und die Bank es dann von S bekommen kann. Gegebenenfalls. Da hat sich also die Rechtsprechung geändert. Ob das nun auch sonst zu einer Veränderung des Leistungsbegriffs führt oder ob es auf den Anwendungsbereich des 675U, also der Zahlungsdienste, beschränkt ist, diese neue Sicht auf die Bereicherung im Dreiecksverhältnis, ist nicht so ganz klar. Nochmal, es handelt sich hier um einen Fall, der mit der elektronischen Abwicklung nicht direkt zu tun hat, der aber die Funktion des neuen Überweisungsrechts gut illustriert und den Sie sich unbedingt merken sollten. Schauen wir uns einen zweiten Fall an, der etwas elektronischer angehaucht ist, wo es allerdings um ein Verfahren geht, das heute schon wieder obsolet ist, nämlich das sogenannte PIN-TAN-Verfahren mit TAN-Listen. Es geht diesmal um einen Herrn Z wie Zahlender, der eine Überweisung an E von seinem Girokonto vornimmt, bei der B-Bank wieder, mittels Online-Banking. Zum Einsatz kommt eben das sogenannte TAN-Verfahren mit einer Liste von Transaktionsnummern. Vielleicht kennen Sie das noch, es ist inzwischen außer Übung gekommen. Man hatte also zunächst mal eine PIN, um überhaupt ins Online-Banking hineinzukommen und zusätzlich dann so eine Liste mit Transaktionsnummern und bei jeder einzelnen Überweisung oder sonstigen Banktransaktion müsste man eine TAN abgeben, die war damit verbraucht. Die Unsicherheit dieses Systems besteht darin, dass man diese TANs für beliebige Transaktionen verwenden kann. Wer also die Liste mit den TANs kennt und auch noch die PIN herausfindet, der kann dann weitere Überweisungen ausführen. Heute arbeitet man immer noch mit TANs, die werden aber zweckgebunden für eine bestimmte Überweisung erst übermittelt an den Kunden, sodass derjenige, der sie abfängt, damit nicht irgendeine andere Überweisung ausführen kann.
Hier ist es nun so, der Z will diese Überweisung vornehmen und bekommt nun von seinem Internetbrowser angezeigt ein neues Fenster, wo drin steht, Überweisung fehlgeschlagen, bitte geben Sie 4 Transaktionsnummern ein. Und das macht er auch. Er gibt also 4 weitere Transaktionsnummern ein und ist damit Opfer eines sogenannten Phishing geworden, nämlich mit Hilfe einer geschickt konstruierten Falle hat man ihn dazu verführt, diese Transaktionsnummern zu verraten. Und in Wirklichkeit war das natürlich nicht seine Bank, die das gefordert hat, sondern jemand, der sich zwischengeschaltet hat in dieser Kommunikation und nur vorgegaukelt hat, er sei die Bank und der jetzt 4 Transaktionsnummern erbeutet hat, mit denen er, wenn er auch noch die PIN weiß, eben das Online-Banking des Z bedienen kann. Und das macht er nun auch. Das Ganze ist also durch ein Virus ausgelöst worden und Unbekannte heben jetzt 14.500 Euro von dem Konto des Z ab, transferieren das auf Konto eines Dritten, heben es ab und tauchen unter. Und Z verlangt nun von seiner Bank, dass ihm das Geld wieder gutgeschrieben wird, denn schließlich hat er ja eigentlich diesen Vorgang nicht autorisiert, in dem Sinne, wie man sich das vorstellen würde. Ein Anspruch auf eine solche Wiedergutschrift ergibt sich in dem Fall aus 675 U Satz 2 BGB. Die Bank ahnt ja zunächst nicht, dass es sich hier um einen kriminellen Akt handelt und wird deswegen eine Belastungsbuchung erstellt haben. Die muss also rückgängig gemacht werden aufgrund von 675 U Satz 2. Dass die Überweisung ein Zahlungsdienst ist und deswegen diese Normen anwendbar sind, haben wir schon bisher vorausgesetzt und setzen wir natürlich auch jetzt voraus. Frage ist, zentrale Frage für das Bestehen des Anspruchs aus 675 U, hat für diesen Überweisungsvorgang die Autorisierung gefehlt? Das ist zunächst mal eindeutig, weil Z selbst ja diese Autorisierung nicht vorgenommen hat. Man könnte sich also höchstens fragen, hat sie ein anderer in seinem Namen vorgenommen? Es waren ja hier die Betrüger, die ihn attackiert hatten, die die Überweisung vorgenommen haben. Die hat er natürlich nicht bevollmächtigt, in seinem Namen zu handeln. Es wäre aber erwägenswert, ob er nicht vielleicht durch Fahrlässigkeit den Anschein hat entstehen lassen, dass da jemand mit seiner Vollmacht handelt. Denn er hat ja den Anschein entstehen lassen, dass ein Berechtigter autorisiert. Man könnte also erwägen, ob, ob hier nicht die Grundsätze der Anscheinsvollmacht zum Tragen kommen. Ob also nicht der Anschein einer Bevollmächtigung vorliegt, wenn jemand mit meiner PIN und meiner TAN überweist. Das Kammergericht hat hier gemeint, wenn jemand böswillig ausgespäht wird, mit so einer Phishing-Attacke, fehle es an der schuldhaften Ersetzung eines Rechtsscheins. Das wird man im Verhältnis zur Dritten nicht unbedingt sagen können, könnte man jedenfalls auch anders sehen, denn es geht ja nicht darum, dass sich die Fischer, also diejenigen, die die TAN erbeutet haben, darauf berufen, sondern dass die Bank sagt, für uns hast du schuldhaft diesen Anschein erzeugt und das könnte man bei unsorgfältigem Umgang mit diesen Pins und Tans vielleicht sagen. Allerdings verlangt der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung eine gewisse Dauer und Häufigkeit für das Entstehen einer Anscheinsvollmacht. Ohne dass das ein einziges Mal zuvor schon passiert war, kann man also kaum sagen, dass hier ein Rechtsschein im Sinne der BGH-Rechtsprechung entstanden ist. Auch das kann man streiten, ob es wirklich mehrfach vorkommen muss, dass jemand scheinbar autorisiert ist, über fremdes Geld zu verfügen, damit man von einer Anscheinsvollmacht spricht. Man könnte schon sagen, wer eben PIN und TAN erbeutet hat, der sieht eben aus, als wäre er berechtigt. Wahrscheinlich ist richtiger, was der Bundesgerichtshof in der neueren Entscheidung BGHZ 208 gesagt hat, nämlich, dass man sich fragen muss, ob neben den detaillierten Regelungen der Zahlungsdienste Raum ist für die Anscheinsvollmacht. Wir gehen also davon aus, dass hier von einer Autorisierung nach Grundsätzen der Anscheinsvollmacht, also durch die Fischer als Vertreter des Z, nicht Rede sein kann. Am ehesten eben deshalb, weil die Grundsätze der Anscheinsvollmacht verdrängt werden von den abschließenden Regelungen des Zahlungsdienstegesetzes. Dann ist zunächst mal klar, dass an sich so ein Anspruch auf Wiedergutschrift besteht, weil eine nicht autorisierte Zahlung vorliegt. Damit ist der Fall aber noch nicht zu Ende, weil man sich fragen kann, ob es nicht einen Anspruch aus 675 V für die Bank gibt, das heißt einen Anspruch auf Ersatz für Schaden, den sie genommen hat durch diese Buchung, die nicht von einer Autorisierung des Z gedeckt war. Und wenn es so einen Gegenanspruch der Bank aus 675 V gäbe,
durch den sie berechtigt wäre, gleich wieder eine Belastungsbuchung durchzuführen, dann braucht sie auch nicht zunächst wieder gutzuschreiben. 675V hat genau genommen zwei Anspruchsgrundlagen. Eine für eine verschuldensunabhängige Anspruchsgrundlage in 675V Absatz 1, die nur dann, wenn die Fehlbuchung für den Kunden unvermeidbar war, ausgeschlossen ist, oder dann, wenn sie in Wirklichkeit durch den Dienstleister, also die Bank selber, verursacht wurde. Diese Haftung 675.1 Absatz 1 ist für den Bankkunden aber zahlenmäßig begrenzt auf einen geringen Geldbetrag, nämlich 50 Euro. Daneben gibt es einen umfassenden Schadensersatzanspruch nach 675V Absatz 3 BGB, der entweder betrügerisches Verhalten des Bankkunden selber, des Zahlenden, voraussetzt oder aber wenigstens grob fahrlässige Verletzung der Regeln über den sicheren Umgang mit den Sicherungsmechanismen. Die beiden Ansprüche sind ausgeschlossen, das ist jetzt wichtig auch für die technische Seite, wenn der Dienstleister nicht eine sichere Authentifizierung vorgesehen hat, eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdienste Aufsichtsgesetz. Und außerdem kann man die Haftung nach diesen Vorschriften als Bankkunde ausschließen, indem man den Verlust der Zahlungskarte oder Ähnliches rechtzeitig anzeigt. Schauen wir uns, ehe wir zu unserem Fall zurückkehren, an, was es mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung auf sich hat. Das heißt nun, dass die Autorisierung von Zahlungsdiensten nach 675J, die dann Voraussetzung für die Gutschrift nach 675U ist, beziehungsweise auch eben im Zusammenhang mit den Schadensersatzansprüchen eine Rolle spielt, dass diese Autorisierung nach den Vorgaben § 1 Absatz 24 Zahlungsdienste Aufsichtsgesetz durchgeführt werden. Die Vorschrift habe ich Ihnen im Wortlaut angeführt. Sie verlangt, dass zwei Faktoren aus den dort genannten Gruppen zur Verfügung stehen. Also entweder etwas aus der Kategorie Wissen, etwas, was nur der Nutzer weiß, etwas aus der Kategorie Besitz, also etwas, was nur der Nutzer im Besitz hat, oder aus der Kategorie Inhärenz, etwas, das der Nutzer ist. Was soll das nun alles heißen? Es soll heißen, beim Online-Banking, damit eine Überweisung ausgeführt wird, müssen zwei dieser drei Faktoren zum Ausdruck kommen. Beispielsweise wäre es etwas aus der Kategorie Besitz, wenn Sie zum Online-Banking eine Karte in einen Kartenleser einführen müssen. Die Karte wäre dann etwas, was nur Sie besitzen. Wenn Sie ein Passwort oder eine PIN eingeben, ist das etwas aus der Kategorie Wissen. Und wenn Sie zum Beispiel Ihren Fingerabdruck oder Ihre Iris scannen müssen, dann wäre das etwas aus der Kategorie Inhärenz, etwas, was Sie sind, nämlich derjenige mit diesem Fingerabdruck. Zwei Faktoren aus diesen Kategorien müssen verwendet werden, zwei Faktoren, die voneinander unabhängig sind, sodass also auch, wenn der eine kompromittiert ist, der andere noch Bestand hat. Beispielsweise, wenn Sie durch ein Passwort und Ihren Fingerabdruck sich identifizieren müssen für die Autorisierung einer Überweisung, dann hieße das, wenn jemand Ihr Passwort rausgefunden hat durch eine Phishing-Attacke, kann er dadurch noch nicht Ihren Fingerabdruck fälschen und deswegen bleibt das Verfahren relativ sicher. Wir hätten es hier zu tun mit zwei Faktoren aus der Kategorie Wissen, denn sowohl die PIN wie die TAN müssen Sie als Nutzer wissen, damit Sie das Verfahren auslösen können. Das wären also zwei Faktoren aus derselben Kategorie, aber auch das ist in Ordnung, denn es sind immer noch zwei unabhängige Faktoren. Wenn jemand Ihre PIN herausgefunden hat, heißt das noch nicht, dass er auch die TAN kennt. Insofern ist das möglich. Allerdings ist es eben schon länger klar, dass dieses Verfahren relativ anfällig ist, weil man eben sowohl die PIN wie die TAN mit Hilfe von sogenannten Man-in-the-Middle-Attacken belauschen kann. Und wenn es eben gelingt, unverbrauchte TANs für die Zukunft sich eingeben zu lassen, so wie in unserem Fall, ist das Ganze trotz Bestehens von zwei Faktoren geknackt. Aber eine Zwei-Faktor-Autorisierung im Sinne dieser Vorschrift wäre es. Schauen wir uns jetzt weiter unseren Fall an. Wir prüfen jetzt also einen Gegenanspruch der B-Bank gegen Z aus 675 Absatz 3, den Anspruch auf vollen Schadensersatz. Nur der würde der Bank ja wirklich weiterhelfen. Voraussetzung für die Haftung des Kunden nach 675V ist zunächst mal, dass er gegen seine Pflicht zur sicheren Verwahrung der Sicherheitsmerkmale, also PINs und TANs in unserem Fall, gestoßen hat. TAN ist ein solches personalisiertes Sicherheitsmerkmal und indem Z diese TANs weitergegeben hat an die Fischer, hat er gegen seine Verpflichtung zur Geheimhaltung nach 675L verstoßen.
Und aus Sicht der Rechtsprechung hätte er eben merken müssen, dass hier ein begründeter Verdacht besteht und das geheim halten muss. Allerdings müsste er jetzt entweder vorsätzlich betrügerisch gehandelt haben oder wenigstens grob fahrlässig, damit daraus ein Schadensersatzanspruch nach 675 V Absatz 3 sich herleiten lässt. Im entschiedenen Fall gab es die Vorschrift so noch nicht, deswegen hat das Kammergericht Verschulden im Sinne von 280 276 geprüft und das bejaht. Für uns könnte man wohl sagen, dass es grobe Fahrlässigkeit fraglich ist. Immerhin war das hier geschickt gemachtes Phishing und deswegen würde ich dazu tendieren, jedenfalls zur damaligen Zeit, als auch noch nicht so bekannt war, wie Phishing-Attacken gehen, wie das vielleicht heute ist, dass man hier grobe Fahrlässigkeit nicht annimmt. Das hieße dann also, dass daran die Haftung scheitert. Ansonsten, wie schon gesagt, würde es nicht scheitern an der Vorgabe einer Zwei-Faktor-Autorisierung, wäre also kein Ausschluss nach 675 V Absatz 4, 75 V muss das heißen, hier vorzusehen. Aber eben, es würde schon am Erfordernis der groben Fahrlässigkeit scheitern. Wenn man sagen würde, das war grob fahrlässig, dann müsste man auch sich überlegen, ob nicht wenigstens ein Mitverschulden der Bank anzunehmen ist, weil sie dieses unsichere Verfahren annimmt. Das hat schon im Jahr 2011 das Kammergericht gesagt. Das hatte also Verschulden damals noch im Sinne von 280 BGB bejaht, hatte aber gesagt, die Bank muss sich ein Mitverschulden anrechnen lassen und deswegen ihren Anspruch kürzen lassen. Heute würde man wohl sagen, entweder es handelt sich hier nicht um ein grob fahrlässiges Verhalten des Banknutzers, dann gar kein Anspruch der Bank, oder wenn doch, dann wäre zumindest der Anspruch der Bank zu kürzen, denn der Einwand des Mitverschuldens ist immer noch möglich gegen den Anspruch aus 675 V Absatz 3. Also, meiner Sicht ist der Anspruch nach 675 3 insgesamt ausgeschlossen nach heutiger Rechtslage, zumindest wäre er stark zu kürzen. Dann müssen wir noch weiter prüfen, ob es wenigstens einen Anspruch nach 675 V Absatz 1 gibt. Das setzt voraus, entweder das Abhandenkommen eines Zahlungsinstruments. Abhandenkommen ist aber ein Ausdruck, der Besitzverlust impliziert und hier nicht einschlägig ist. Oder wenigstens die missbräuchliche Verwendung eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments. Das wird man hier bejahen können, denn das PIN-TAN-Verfahren ist eben auch ein Zahlungsauthentifizierungsinstrument und es ist hier von den Fischern, die die TANs erbeutet haben, missbräuchlich verwendet worden. Jetzt kann man sich noch fragen, ist nicht auch hier im Hinblick darauf, dass das so ein unsicheres Verfahren war, ein Haftungsausschluss geboten? Das würde sich regeln nach 675 V Absatz 2 BGB und da käme hier Nummer 2, nicht NE 2, sondern Nummer 2 in Betracht. Eigentlich ist da nur davon die Rede, dass das Abhandenkommen des Zahlungsinstruments von dem Zahlungsdienstleister, also der Bank, verursacht ist. In der Literatur wird aber angenommen, dass man das analog auch auf den Verlust oder den Bruch der Vertraulichkeit bei einer TAN anwenden kann. Danach könnte man also sagen, hier ist die TAN verloren gegangen oder missbraucht worden. Und das war zwar zunächst mal die Schuld des Z, der hat ja seine TANs verraten, aber doch auch ein Mitverschulden der Bank, die eben dazu beigetragen hat, indem sie dieses unsichere Verfahren vorgesehen hat. Und so könnte man vielleicht auch vertreten, dass auch die Haftung nach 675 V Absatz 1 auf die ohnehin auf 50 Euro begrenzt ist, ausgeschlossen ist. Im Ergebnis würde also wohl die Bank keinen nennenswerten Gegenanspruch haben und kann deswegen wohl die Gutschrift in Höhe von 14.500 Euro verlangen. Damit sind wir am Ende dieses Falls und haben hoffentlich den Paragraphen Wust von 675c bis 676c ein bisschen durchschauen gelernt. Ich habe noch einen weiteren Fall auf den Folien, der uns noch in etwas modernere Authentifizierungsverfahren bringt. Den würde ich Ihnen gerne zum Selbststudium, zur Wiederholung und Vertiefung anempfehlen. Dazu wird es wieder Leitfragen auf SUTIP und ein Auflösungsvideo in der nächsten Woche geben. Für heute erstmal vielen Dank.